Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Das ist eine relativ spontane Geschichte. Und zwar hatte ich gestern ein Telefonat zwecks eines Interviews, war so ein Erstgespräch. Und die Mama, mit der ich da gesprochen habe, die sagte dann so, wow, du hast in so kurzer Zeit so extrem viele Umbrüche in deinem Leben gehabt. Das ist ja mega krass. Und aufgrund dieser Aussage habe ich dann erstmal reflektiert, ja, sie hat recht, es ist echt mega, 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 mega viel passiert. Und ich wollte das in diesem Video gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen und euch damit auch zeigen, manche Sachen waren echt richtig, richtig scheiße. Die möchte ich auch in meinem Leben nicht nochmal erleben. Aber es war ein Prozess meiner Weiterentwicklung und es hat mich zu dem Punkt geführt, an dem ich jetzt bin. Es musste alles so passieren. Ich musste diese Erfahrungen machen, um da jetzt sein zu können, wo ich jetzt bin. Und so mal zusammengefasst zu sagen, ich bin jetzt 28 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend, ich lebe in Scheidung, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, und ich bin selbstständig. Das ist, glaube ich, für mein Alter auch eine Hausnummer. Und ich musste mir das echt aufschreiben. Es ging damit los, im April 2013 habe ich geheiratet. Im Juni 2013 kam dann Vincent zur Welt und das war so natürlich mit der erste große Umbruch, dieses erste Jahr mit Baby, wo ich mich selbst komplett und völlig verloren hatte und nur noch Mama war und dann mich erst so stückchenweise wieder zusammensetzen musste und mich selbst wieder finden musste. Und mit Sveas Geburt dann im März 2016 gingen dann die richtig krassen, großen Umbrüche los. Also ab 2016 ging es dann Schlag auf Schlag. Im März 2016 ist Svea zur Welt gekommen. Wer meinen Mai-Vlog in dem Jahr verfolgt hat, der weiß, dass ich auch so eine kleine Wochenbettdepression auf jeden Fall hatte, was sich dann extrem gesteigert hat im Oktober 2016. Da hatte ich ja meinen, ich sag's, absoluten Tiefpunkt in meiner Zeit als Mama. Das war das, da habe ich auch ein Video drüber gedreht, das verlinke ich euch gerne nochmal. Das war wirklich so die Zeit, wo ich für mich sagen würde, ich stand da kurz vor einer Depression, wo ich nicht mehr morgens aufstehen wollte, wo alles nur noch grau war, wo ich ganz, ganz viel geweint habe, wo es mir richtig schlecht ging und wo dann dieser Prozess für mich gestartet hat, wo ich gesagt habe, okay, ich habe so einen Schiss davor, hier irgendwo in wirklich eine Depression reinzurutschen. Ich will für meine Kinder da sein, ich will ein gutes Vorbild sein. Ich muss mich da hier alleine wieder rausziehen. Und da begann ja dann so meine persönliche Weiterentwicklung mit Meditation, mit Yoga, wieder Zeit für mich nehmen, meinen Wert wieder zu schätzen wissen, zu schauen, dass es mir gut geht, was tut mir gut, mich auch weiterzubilden, ganz viel zu lesen, Podcasts hören, entsprechende YouTube-Videos zu schauen. Da ging das ja alles los. Das war im Oktober 2016. Im Oktober 2017, mit Ende meiner Elternzeit, bin ich dann sofort in die Selbstständigkeit gestartet. Und März 2018 war dann jetzt nochmal die Trennung, nochmal so ein großer Knackpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, meine Ehe ist gescheitert, ich bin jetzt alleinerziehend, ich bin jetzt Single. Und das, finde ich, sind schon wirklich viele große Umbrüche, wirklich in kurzer Zeit. Da kam dann der Umzug, dieser Alltag als Alleinerziehende. Und das alles, so paradox das klingt, hat mich nur stärker gemacht. Diese ganzen schlimmen Dinge, die passiert sind, haben mich stärker gemacht, haben mich nicht etwa kleiner gemacht, schwächer gemacht, kranker gemacht, sondern haben mich stärker gemacht, weil das ein Prozess meiner Weiterentwicklung war. Ich musste diesen Zusammenbruch im Oktober 2016 erleben, um festzustellen, ich muss was an mir, an meinem Leben verändern. Und da begann diese Weiterentwicklung. Und wenn du dich weiterentwickelst und dein Partner dich nicht mit dir weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt oder durch die Weiterentwicklung, wie es bei mir der Fall war, du deinen Selbstwert wieder viel mehr zu schätzen weißt, kann es halt passieren, so wie es dann bei uns war, dass es dann halt zu einer Trennung kommt, weil die Ansichten dann einfach zu stark auseinandergehen. Tobias Beck hat das mal sehr, sehr schön gesagt und ich weiß, auch Maria von Chic Mami würde das genauso unterschreiben. Wir sitzen alle in einem Lebensbus. Ich bin der Fahrer meines Lebensbusses. Ich entscheide, ob ich rechts abbiege, ob ich links abbiege, ob ich geradeaus fahre, wie schnell ich fahre, wo ich eine Pause mache.
Und da sitzen Leute in meinem Lebensbus, die werden da von Anfang bis Ende drin sitzen. Dann wird es Leute geben, die irgendwann mal aussteigen. Vielleicht später wieder einsteigen. So wie es zum Beispiel jetzt bei mir auch der Fall war, dass Leute wieder eingestiegen sind. Oder irgendwo dann mal einsteigen und auch jahrelang in diesem Bus sitzen bleiben. Und das ist völlig okay für mich. Ich war schon immer ein Mensch, der gesagt hat, okay, wenn sich Freundschaften verlieren, auseinanderleben, das ist so, das ist ein Prozess des Lebens. Und mittlerweile sehe ich mich und meine Kinder als Konstante, die halt wirklich in meinem Lebensbus immer sitzen werden und ansonsten steigen Leute aus und wieder ein. Oder halt komplett aus und steigen nie wieder ein. Was mir geholfen hat, war wirklich das Vertrauen in mich selbst, dass ich weiß, ich bin stark genug, ich kann das alles schaffen und das Vertrauen in das Leben. Dass ich sage, okay, es wird sich schon alles so richten, so fügen, dass das wieder passt. Einfach Vertrauen in die Zukunft haben. Das war auch was, was ich in meinem Video vor ein paar Wochen, wollte ich gerade sagen, so lange ist noch gar nicht her, erzählt hatte, dieses, warum ich keine Angst vor der Zukunft habe, weil ich einfach Vertrauen habe, dass das schon alles so passen wird und dass ich das irgendwie auf die Reihe kriegen werde und dass sich alles irgendwie wieder fügt. Also ich musste das alles erleben, um jetzt an diesem Ort zu sein, zu dieser Zeit, als der Mensch, der ich aus dieser Entwicklung heraus geworden bin, um die Erfahrungen machen zu können, die ich jetzt mache, um die Menschen treffen zu können, die ich jetzt treffe, um mein Leben mit diesen Menschen zu teilen. Das musste alles so sein. Und da wird noch sehr, sehr viel in nächster Zeit auch passieren, weil sich nochmal viele Dinge verändern werden, viele tolle Projekte jetzt endlich starten. Und da wird sich nochmal einiges ändern. Auch ich bin ja in stetiger Veränderung immer noch, also dieser Prozess hat ja nie gestoppt. Ich verändere mich ja bestetig einfach weiter. Und da kann es natürlich immer wieder passieren, dass Leute dann aus diesem Lebensbus irgendwie zwangsläufig aussteigen, weil es für sie halt nicht mehr der richtige Weg ist, was völlig in Ordnung ist. Wichtig ist immer, dass es für mich auch, und das war von Anfang an, schon als ich Jugendliche war, no regrets. Das heißt, ich bereue nichts, was passiert ist, was ich gemacht habe, was ich getan habe. Es ist alles so passiert und es musste so passieren. Also sich ständig Gedanken darüber zu machen, hättest du mal dies oder das oder jenes, bringt sowieso nichts. Also dieses Motto, ne, no regrets, bereue nichts, was du getan hast, was passiert ist, es ist einfach jetzt so. Und ich nehme einfach alles mit. Also mein Gott, ich bin noch nicht mal 30 und ich habe schon so, so viel erlebt. Ich war verheiratet oder ich habe geheiratet, bin dann schon wieder geschieden, bevor ich 30 werde. Ich habe 2 Kinder, alleinerziehend, Umzüge, die Selbstständigkeit und wer weiß, was ich in den 2 Jahren, bis ich 30 werde, noch so alles tut. Ne? Also ich nehme einfach alles mit. Was halt wichtig ist und was ich auch schon so oft gesagt habe, ist immer dieses Reflektieren. Also zu schauen, okay, was kannst du aus den Dingen lernen, die passiert sind? Was hat es vielleicht Positives mit sich gebracht? Warum bin ich jetzt heute der Mensch, der ich bin? Und dafür hat auch gerade wieder dieses Video so geholfen. Das ist auch eine Art des Reflektierens. Und ich hoffe, das fandet ihr ganz spannend, um halt auch zu sehen, egal was du vielleicht gerade für eine harte Phase durchmachst, was für ein Schicksalsschlag dir passiert ist, es wird sich alles fügen, es wird alles gut werden. Und wir alle müssen manchmal Dinge wegstecken, die so nicht geplant sind. Mein Leben war so nicht geplant. Ich wollte in unserem Haus alt und runzlig werden mit dem Mann an meiner Seite. Das hat halt alles nicht so funktioniert. Und es ist aber okay so. Es ist gut so, wie es ist. Und deswegen mein Appell an euch, nehmt das alles mit, habt Vertrauen, bereut nichts. Und ich glaube, dieses Bild von dem Lebensbus ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Hilfreiches. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, was ihr so darüber denkt. Erzählt auch gerne so ein bisschen von eurer Geschichte, was euch so passiert ist. Vielleicht sind unter euch auch Leute, die sagen, boah, ich habe auch in den letzten Jahren so viele Umbrüche in meinem Leben gehabt. Es ist so viel passiert. Aber es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video wieder sehr gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!